Moin, grüß dich. Hi, Hamudi, was Hallo. Ist los? Ich hab dich gerufen. Ja. Es wird verprügelt. Von wem denn? Von Vanilla und seinen Leuten haben mich zusammengeschlagen. Am Park haben die mich zusammengewichst mit vier Mann. Ja. Hast du deine Haare gemacht? Ja. Sieht geil aus. Danke, Hamudi. Ja. Das Outfit sieht dir richtig sexy, Alter. Wirklich, mit den Haaren krass. Hamudi. Macht mich richtig, ja. Okay, Hamudi, ich bin aber weiter, ja? Okay, pass auf dich auf mach's gut, Hamudi. Okay. Wir sehen uns. Warte noch kurz. Okay. Was denn? Nix, alles gut. Hab noch ein Selfie gemacht. Was? Hab noch ein Selfie gemacht von mir. Von dir. Und? Du bist halt auch drauf. Dann zeig mal das Bild. Okay. Ich hab einfach nur ein Selfie gemacht. Mein Gott, mehr haben wir sonst nichts gemacht. Du bist halt so ein Pisser, das ist wirklich krank, Hamudi. Was denn? Was hab ich denn gemacht? Was ist das denn? Ich hab ein Selfie gemacht. Ja, aber doch nicht von hinten. Ja, du hast es zu schnell weggedreht. Du wolltest ja gehen unbedingt. Ja, okay, ich habe auch ein sehr schönes Foto von uns. Ich muss los, Hamudi. Ja, ich wünsche dir was. Wir hören uns bestimmt heute 50 Mal oder so, ja? Ja, vielleicht. Mach's gut. Hab's lieb, bye. Wiedersehen. Ja, ciao. Du, Allmann, komm mal kurz hier an mein Fenster. Ey, fuck. Oh, was ist was? Rufen Sie sofort die Polizei. Oh mein. Rufen Sie sofort die Polizei. Was versuchst du denn da? Was soll das werden, du Hurensohn? Was soll das denn werden? Was soll das denn werden, du Hurensohn? Dein Auto ist gleich kaputt, du Idiot. Hamudi, auf mich zu rammen. Bitte wird der gefickt, bitte haben die das gesehen. Sir, sind Sie okay? Ich habe die Polizei gerufen. Ich habe ein Foto gemacht. Wirklich? Von dem Auto? Ja, von dem Auto? Ein Foto gemacht von dem Kennzeichen, von dem schwarzen Stark. Auto. Hast du gut? Wie heißt der überhaupt? Mein Name ist Otto. Otto, wir werden sehr gute Freunde, ich habe das im Gefühl. Pass auf, das sind die. Steig rein! So, Anzeigenhauptmeister, sofort die Hände hoch! Steig rein! Die kriegen uns niemals, das sind Hurensöhne. Fahren Sie bitte. Ja, ach, was du nicht sagst, Ich hab Angst. Bleib mal cool, Digga. Der kriegt mich niemals, Dado. Der kann uns nicht mehr verfolgen. Jetzt beruhig dich mal, Otto. Okay, Otto, ich hab alles im grünen Bereich, Alter. Beruhig dich, Otto. Hör mal zu, Otto. Ich mach dir ein Angebot. Oh, okay. Ich helf dir, das Problem mit denen endgültig zu lösen. Endgültig? Ja. Oh, okay. Und wie? Du musst mir Geld geben, dann bezahl mich, ich helfe dir. Wie viel? $6,000 brauche ich. 6.000? Ja. So viel habe ich aber nicht. Wie so viel hast du nicht? Da kommt doch nichts bei rum bei dem, was ich mache. Wie, da kommt nichts mehr rum? Du zinkst den ganzen Tag die Leute und dann hast du nicht mal Kohle. Nein. Du bist doch Allmann, du hast doch bestimmt Geld gezwart. Ja, aber ich gebe das immer wieder aus. Wofür denn? Für Noten. Wie viel Noten was? Ach, deswegen machst du mir eben auf Playboy, du fixst Noten, du Wichser. Warte mal kurz. Hey du, ich kenn dich doch. Ha? Was los, Alter, du Wichser? Was überforschen du mich jetzt? Jetzt sind wir quitt, Alter. Jetzt verpiss dich. Warte mal, komm mal. Ja, was denn? Steig ein, wir reden. Danke, jawohl, Chef. So, wie heißt du? Wer ist schon das neben dir? Ja, servus, ich bin aber der Otto. Otto steigt jetzt Maler vom Kasernhof. Wie heißen Sie? Ich bin der Otto Reinsch. Ja, und was machen Sie? Sind Sie Knöllchen verteilen oder was ist denn das für ein Anzug da? Was hast du da für ein Schnickfit da hin? Das ist mein Sicherheitsoutfit. Doch, wer weiß, du bist doch im Auto. Jetzt zwei Autos, Alter. Jetzt beruhigt, erstmal reparieren wir jetzt hier den Wagen, ja? So, ihr Autos. Also, ich hab den Otto nur aufgegabelt, weil der gejagt wurde von irgendwelchen anderen Leuten. Oh nein, sag bloß. Was ist denn passiert? Er hat mich einfach umgefahren. Hat ihn einfach angefahren. Er meinte Hände hoch, steig ein oder irgendwie so hat er gesagt. Ja, fick die Hände. Ich würde sagen, den machen wir fertig, das Arschloch. Landstreicher, Wichser. Den machen wir fertig. Was ist denn das für ein Arschloch? Ich hab nur eine Frage, Otto. Ja? Bist du Allmann? Wie Deutscher, ja. Kann man auch so sagen. Warum siehst du aus wie Kenneck? Weißt du, Kenneck, hä? Kann man zu ihm kommen, kann man da so eine Art... Oh, scheiße. Was sind die Rocker? Was ist passiert? Das sind doch diese Assis, oder? Die Assis doch da so. Halt's Maul, Alter! Halt die Fresse! Halt's Maul, Otto! Bist du behindert, Digga? Weißt du, wie viele das sind? Ja, aber der hat doch zu mir Wichser gesagt, dann sage ich das halt zurück, oder nicht? Halt's Maul, Alter! Ich hab keinen Bock, in den Krankenhaus zu liegen wegen dir. Erzähl jetzt mal, Otto, was ist dein Problem mit mir, Otto? Ich hab kein Problem mit dir, aber du warst doch der, wo mich am Staudamm abgelassen hat. Dann hab ich mir auch gedacht, was hast du... Also, du hast mich als Allmann beleidigt und hast du gesagt, ich mach dich jetzt fertig mit der Lia. Warum? Wir müssen doch zusammenhalten als Männer. Du hast dich mit irgendeiner Frau verbunden oder wahrscheinlich, dass du bei der Einlocher kannst, oder was? Das hat mich wirklich traurig gemacht. Ich dachte, wir sind ein Team. Wir sind eine Gesellschaft, dachte ich. Halt's mal, wenn es um Frauen geht, verstehst du gar nichts mehr. Hast du verstanden? Ja, ich hab's gemerkt, ne? Hier ist doch eine kleine Sache.
Nee, aber ich. Was ist los mit dir, Mann? Da liegt doch der liegt doch auf der Falsche, weil sie nicht schon eine. Und warum setzt du dich auf die Fahrerseite? Bleib mal stehen, du! Bleib stehen oder wir schießen, Digga, letzte Warnung. Stehen bleiben oder wir schießen. Ich kann nicht mehr. Halt's Maul, Otto im Auto. Otto, halt's Maul. Ich kann nicht mehr. Was ist denn los mit euch, Victor? Was ist denn Victor, Alter? Hilfe, Hilfe. Alles gut, wir haben alles im Griff. Wenn das so weitergeht, dann kriegen die Leute die Aufsicht zu haben, jetzt zu hören. Hast du gerade nicht gesehen, du Depp? Der hat uns angefahren. Was ist das für eigentlich von dir? So, die weiße A-Klasse, bleiben sie immer stehen. Bist du ein Blöd? Wer hat denn dich? Die schwarze A-Klasse, Alter. Okay. Wir müssen uns konzentrieren hier auf die Flucht, Leute. Habt ihr irgendwo ein Auto stehen, Jungs? Bei der Polizei, aber das ist ja jetzt ungünstig. Ey, hör mal zu, halt mal die Fresse die ganze Zeit. Ist das witzig für dich, die Situation, oder was, Alter? Man muss doch auch alles so gleich Spaß ziehen, oder? Wie machen wir das am besten jetzt? Aber wir sind am Mars, wir sind gefickt. Ballaststoff. Oh, einige Schau. Oh, der hat's gecheckt. Ich hab gar nichts gecheckt, der Idiot. Jetzt haben wir den, warte. Jetzt haben wir den abgehangen. Weg mit euch, Wichser! Ja. Dummes Zippler, ey. So, und jetzt in den Tunnel rein, Digga. Ja, perfekt. Aber aus dem Auto kommt vorne ein bisschen Kokasch. Müssen wir uns beeilen jetzt hier. Schnell. Gut noch. Schlacht sie! Was reimst du uns, Wichser? So. Also ich muss schon sagen, sie hören sich an wie ein dummer Aslak, aber sie haben schon Grips, also sie fahren. Ey Otto, halt doch mal das Maul, jetzt kann mich nicht konzentrieren, gib mir mal lieber Infos, wo die sind. Du gehst mir ja, nur auf Nüsse, sag doch, wo die sind, Alter. Ja, hinter uns. Ach, hinter uns, was du nicht sagst. Du musst einfach nur geradeaus fahren, dann sind wir schon irgendwann weg. Und die Kiste fährt nicht mehr, das ist das Hauptproblem. Guck mal nach hinten jetzt, haben wir die abgegangen? Ich sehe keinen Arsch. Ey, ich glaube, wir haben die wirklich abgegangen mit dem kaputten Wagen, Alter. Geisteskrank. Weil nach links fährt niemand. Mir hat's gerade fast verreckt, Alter. Soll ich reparieren? Nein, du nicht, der andere. Reparier mal. Ey, wir haben gerade das ganze LSPD plus die Leute, die uns ficken wollten, haben wir abgegangen. Hast du so eine Knarre, Otto? Leider nicht, aber ich hab mal gespenst, das Hobby. Otto, du, ey, was babbelst du eigentlich die ganze Zeit? Ich brauch Dolmetscher, du Allmann. Die. Hauptmeister hier, wie lange brauchst du denn noch? Ich bin zur Hälfte fertig, bitte stressen Sie mich nicht. Jetzt Attacke, los, Walbo! 3, 2, Leublitz, Attacke! Ey, ich höre nicht mal, ob Sie Regen hier in der Nähe sind! Haltet mal das Maul, ihr Vollidioten! Meine Mama. Was ist mit deiner Mutter? Was ist mit deiner Mutter? Ich will zu ihr. Ich denke, ich bin im falschen Film, ich kann das nicht auch nicht mehr. Ich will an Mamas Post. Ey, komm, steig ein, halt's Maul. Was ist los, Amudi? Was ist los, du Ransom, hä? Was los? Ha, haben wir euch gebumst, oder? Du kleiner Hurensohn. Sag mir nicht, du hast die Cops abgehängt. Ich schwor auf meine Mutter, ich hab die abgehängt. Was glaubst du denn? Oh mein Gott. Dachtest du wirklich, du und die Bullen, wenn ihr zusammenarbeitet, bringt das was? Ich hab doch gar nicht zusammengearbeitet. Du hast doch die Leute wie fast überfahren. Was willst du vom Otto? Wie vom Otto? Welcher Otto? Der Hauptmeister. Was willst du von meinem Freund? Von meinem neuen Freund? Ich werde den ficken, der hat mich angezeigt, nur weil ich im Parkverbot gestanden bin. Du wirst niemanden ficken, du Hurensohn. Er will sehen, was er davon hat. Okay, werden wir sehen. Auf Wiederhören. Hauptmeister, ich sag dir jetzt, wie es ist. Ne? Wenn du mir nicht 6.000 Dollar gibst, Digga, kann ich dir nicht helfen. Dann wirst du auseinandergenommen. Ich gebe dir mehr. Okay, gut. Wir waren das nicht. Falls jemand uns sucht, wir waren das nicht. Wie machen wir das jetzt? Wie heißt du nochmal hier neben mir? Der in... Ich der bin Hamudi. Ja, Hamudi weiter. Wie kann ich den nennen? Celery, oder? Ich nenne einfach farbiger Celery. Das ist bei uns die im Schwabenland die beste Wurst, die du kriegen kannst vom Büffel. Also... Oh, die kenne ich. Ey, hör mal so, du Schweinefleisch-Haram, Junge. Du, was laberst du? Ich weiß nicht, von was du redest. Willst du mir jetzt Yala Yala Mashala sagen? Das ist hier jetzt haramisch. Ich esse mal Leberkäse, ich schwör. Dieser Allmann ist so auf meine Mutter. Ich habe leider jetzt nur 2.000 Euro, aber ich gebe in einer halben Stunde. Ich gebe ihm mehr als 6.000. Wie soll ich mir davon eine Knarre leisten? Sag mal. Vertrauen Sie mir. Wenn nicht, ist wert, ist das ganz klar Santos jagen. Gib mir Geld. Ich gebe ihnen mehr, als Sie sich erträumen. Okay, gib. Wieso habt ihr denn nie Krone? Ihr macht doch nicht mal was Kriminelles. Ihr müsst doch nur da sein und kriegt Bürgergeld. Ja, dein Geld geht für das Bürgergeld und für den AMG, Urus AMG, Mercedes-Benz aus. Otto, halt mal das Maul, heb mal lieber Geld ab, damit wir uns Waffen besorgen können. Ich kann nicht mehr als 6.000 Euro abheben, was ist denn das für ein Züffelverein? Ja, du brauchst also, ja auch nicht mehr als 6.000. Hat er Gott an die Wand gestellt. Du brauchst doch nur 5.000.
Ich kann nicht anders, ich muss sie dann auch mit anzeigen. Was laberst du? Ich muss mich selber anzeigen. Nein, wir machen doch gar nichts, wir kaufen keine Waffe. Alles gut, okay? Wir kaufen keine Waffe. Komm mal rein, Otto, der andere Otto. Nein, du bleibst hier drinnen, Otto. Der darf nichts wissen, dann kann er nichts aussagen, komm. Ja, so ist es. Ja, ich bin so dumm, ich brauch Geld. Ey, es wird verblödet, wenn ich mit denen rumhänge. Ich kann das nicht mehr. Ey! Der hat die Biege gemacht. Hallo? Otto, bring mir sofort meinen Wagen zurück! Aber ich kann das nicht, ich kann das nicht mehr. Otto, du weißt, dass er ein Diebstahl ist. Du weißt, ich kann es anzeigen dafür, ne? Ich bring ihn das Auto. Ey, Otto. Wo ist das Auto? Der hat das Auto genommen, ist abgehauen. Ich hab den angerufen, da kommt der zurück. Der scheißt sich die Hosen voll. So ein Nottenbank mit dem HIV, ey. Nein, den brauchen wir noch. Steig mal kurz aus. Otto. Es tut mir leid. Otto, ich hab eine Frage. Ich war in Panik. Otto, du kleiner Nutter, ich sag's nur einmal. Fährst du noch einmal weg, du Nutter. Deine Mutter hat drei Kinder. Machst es noch einmal, dann zeigst du eins. Alles dann gut. Dann wickel ich deine ganze Familie, du Arschloch. Du Xindel, schlacht's ja. Otto, wir sind doch ein Team. Wir beruhigen uns jetzt einmal ganz kurz. Er ist weggefallen, was hier. Alles, er ist doch wiedergekommen. Wir machen alle Fehler, oder, Otto? Wiederkommen für was, Alter? Otto, das machst du nie wieder. Heute ist der 24.3. Du hast mich beklaut, das weißt du, Otto. Du hast mich heute beklaut. Otto, pass auf. Irgendwann solltest du mir einen Gefallen, dann löst ihn ein und dann sind wir quitt. Okay, wir haben ein Deal. Ach, und übrigens, Otto, du bist hier in Gegenverkehr gefahren, ne? Guck mal hier. Du bist hier abgehauen eben, Otto, ne? Ich weiß, ich war in Panik, ich weiß nicht. Otto, ich will dir das nur sagen. Ich hab das aufgeschrieben, Otto. Wir haben das gesehen. Fahren Sie mich zur Polizei, ich zeig mich selber an. Nein, das machst du nicht. Wir stehen hier mitten auf der Fahrbahn. Ach, was du nicht sagst, Otto? Was du mir nicht sagst? Hier geht's um unser Leben, du Arsch. Was ist denn los mit dir? Richtig, aber du musst mal... Bruder, okay, ich hab eine Frage, Otto. Was sollen wir machen, deiner Meinung nach jetzt? Wenn wir jetzt nicht das machen, was hier der Otto und Issy machen, was sollen wir sonst machen? Sag mal. Soll der Anzeigenhauptmeister ein anderes Gesicht aufsetzen? Ja, zeig mal, richtig. Wollen Sie das neue Gesicht kennenlernen? Ja, richtig, ich will das neue wirklich? Gesicht kennenlernen. Ja, wirklich. Das Gesicht des Otto Reinsch. Wer ist das? Aber ja, okay. Es gibt nur einen in dieser Stadt, der Reinsch heißt. Okay, und wer ist das? Ja, Otto, ich. Ach so. Ja, okay. Und was machst du dann, wenn du der andere bist? Die werden sich alle. Was noch geht jetzt ab? Also, aber deine Hand bleibt oben. Ich hab gerade hin und gucken, hab gesehen, deine Hand ist runtergerutscht. Die bleibt oben, der Arschloch. Also, brauchst du mir jetzt keinen XXX-Film auf Inks Hamster hier drehen. Bleib mal ruhig hier. Also, Hamudi, was ist dein Plan? Wie machen wir jetzt diese. Okay, also, erstmal beruhigen wir uns jetzt. Ich rufe den jetzt erstmal und frag, wo der ist. Hör mal zu jetzt, Manila. Wir sagen dir das zum letzten Mal. Wir sind hier am Stadtpark. Kommst du, machst du irgendwas? Die Polizei ist um die Ecke und wir ficken dich. Okay. Bist du im Knatz? Ja. Hast du verdient, du Hinsohn. Du wirst den Otto in Ruhe lassen. Ey, sobald ich aus dem Knast raus bin, hau ich dich behindert. Du haust niemanden behindert. Du bist behindert. Wenn ich aus dem Knast raus bin, hau ich dich behindert. Okay, jetzt reißt ihn das, Vanille, jetzt mach eine Konferenz. Ich werde dein Leben zerstören. Aber du Wichser, du hast mein Leben schon zerstört. Wegen dir habe ich zwei Strafen bekommen. Hast du mich verstanden? Hast du ihn verstanden? Niemand fickt mit Otto Reinsch. Christik, niemand fickt mit Otto. Mit wem? Wie heißt du? Niemand fickt mit mir, du hast mich schon verstanden, du kleiner Wichser. Ach du Scheiße, was geht doch jetzt ab, Jo? Ich kenne jetzt meinen Schwanz in deiner Mutter, den ich reinstecke, du Pisser. Was hast du da grad gesagt, Vanilla Arschficker, du Wichser? Was bist denn du eigentlich für ein Schwergefickter? Machst einen Schreibwarenladen für irgendwelche Windelgebote auf? Ich sag dir eins, ich bin der rote Büffel, der dich überfährt. Du bist das größte Arschler, was ich je gesehen hab. Von hier bis zum Venus schlage ich dir ins Gesicht und schieb dir die Pfeife vom Tetanus ins Arschloch rein. Hast du mich verstanden, du Wichsgeburt, ne? Dummer Kassandra. Also mach keine Faxen mit meiner Gang, hast du verstanden, Alter? Aber warte mal, was meinst du mit Wichsgeburt? Bist du keine Wichsgeburt? Bist du eine Arschgeburt oder was, du Pisser? Oh, der war jetzt lustig, die ganze Kröre lang. Was soll das denn heißen? Warte, Vanilla. Vanilla, du kleiner Wichser. Keiner hat Angst in der Stadt vor dir, Alter. Wow! Was sagt der? Wow! Von Otto! Oh mein Gott, Decker! Von Anzeigenhauptmeister Ansage! Du hast Eichelkäse, Eichelkäse! Zurzeit sind alle unsere Leitungen besetzt. Doch, sehr lustig! Was ist das denn? Ach, scheiß auf den, der kommt eh früher das Meter zum Park. Der ist immer am Park. Guck mal, da ist er doch. Was? Wann hat er denn mit dir los? Guck mal, wie der direkt zu den Bullen gelaufen ist. Ja, servus!
Ja, servus, was geht, du deppertes, geschissenes Kind, Alter? Was ist, Alter? Was hast du gesagt, du Mongo-Gefickter? Ja, stimmt, das ist ja auch Österreicher. Du geboren, das ist ja auch Österreicher. Schieß aber Hänger Nummer 1 wahrscheinlich, bist du, oder? Hey, sag mal, was willst du denn? Bürgerbeziehung, ne? Ey, Vanilla, wir werden diesmal verschießen, hast du verstanden? Es fallen Schüsse auf dich und deine Leute diesmal, es reicht mir. Ja, und auf deine Mutter fallen Kammschatz. Weißt du, meine Mutter, du Bildungsgefickter? Du machst gar nichts, soll den Huren sein. Du bist gefickt, Vanilla, du bist einfach gefickt. Komm mal her, trau dich zu uns und geh nicht zur Polizei und schleichst sie weg. Polizei. Du bist wie so eine kleine Memme weggerannt, wie so ein kleines Arschloch. Oh, Scheiße, das warst doch du, oder? Ja, der hat aufgelegt, die Memme. Die weiße A-Klasse ist bewaffnet! Was laberst du, die weiße A-Klasse, fahren sie auch einmal rechts ran. Ja, wo denn ist doch wenig Platz? Ich mach Auto. Platz für ihn, alles gut hier, er hat Platz. Ja, die fahren jetzt dort hin oder sie steigen dort aus, wo sie gerade stehen. Oh, dann halt so, Mann. Ich hab's euch gesagt. Hey, bleiben Sie stehen. Du bist der Beste, du bist der Größte. Oh, Scheiße. Wir behalten an, entspannen Sie sich. Wir okay. Platz. Ich weiß nicht, ob das. Oh, jawohl. Herr SPD, bleiben Sie sofort stehen. Halt's Maul, du Wichser, gar nichts machen. Ich sag dir, oh, du kommst wahrscheinlich aus den Eiern vom Dom Toretto. Also, Oma! Ey, es reicht's mir, aber eure Polizisten könnt ich mal 2000 ja, anhalten. Verpisst euch. Ey, was soll denn die Scheiße? Ich warte, A-Klasse, einmal stehen bleiben. Hilfe, der Audi verfolgt uns, der Schwarze. Das ist, glaube ich, nicht so eine coole Idee. Ja, oh, warte, alles gut, Jungs, alles gut. Alles im grünen Bereich hier. So, und auf Wiedersehen. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Jetzt auf Wiedersehen. Wir werden verfolgt von der schwarzen Dings hier. Den ballern wir jetzt weg, okay? Mama ist. Fuck, der Streifenwagen hinter uns. Wir sind. Ein Streifenwagen hinter uns. Schon wieder. Was mache ich denn jetzt am besten? Auf dem Highway verlieren wir Hamudi, wir müssen hier weg. Halt doch bitte das Fahrzeug an, bleiben Sie stehen. Ich kann Freistil. Die gefährlichen und andere Verkehrsteilnehmer, bleiben Sie stehen. Ja, wir trinken halt dein Maul. Tüste. Weißt du, was soll ich machen, Alter? Oh! Ah! Oh mein Gott, jetzt! Ah, scheiße, doch nicht. Alles gut, wir machen das dann. Wenn ich die Chance habe, soll ich einen abknallen von denen? Also wenn es nur einer ist. Nein. Nicht schießen. So, halten Sie doch bitte das Fahrzeug okay, an, Sie gefährden schon andere. Machen Sie es euch, dass es schlimmer als es schon ist. Okay, stopp das Fahrzeug jetzt. Lass mich mal überlegen, was Sie jetzt machen. Oh, was will der jetzt, Mann? Haben wir die Abgang? Nee, die sind noch hinter uns. Die sind da. Alles gut, Jungs. Wir schaffen das, ich glaub an ihn. Nee, ist unmöglich, Digga. Wir machen jetzt einfach Wasser, ja, wir müssen Wasser machen. Anders geht's nicht. Ach, aber das ist schon mal gut, ich muss ein bisschen Dampf ablassen und meine Blase läuft voll. Jungs, Sie müssen direkt aussteigen und so weit schwimmen, wie es geht, ne? Ja, aber du fährst schon ein bisschen Wasser. Fahr ins Wasser, oder? Das Ding ist hier am Arsch. Ja, durchs. Und raus. Was geht ab, Leute? Ich bin doch entkommen. Ich kann das nicht mehr. Otto, hörst du mich? Otto! Er will damit verarsten. Otto! Hä? Was macht der da? Ist der behindert? Hey, Otto! Ja? Was machst du da? Du schwebst in der Luft. Siehst aus wie so ein Roblox. Digga. Siehst aus wie ein Roblox. Tauch, der Heli! Bitte, Papa! Du musst tauchen, dass wir uns nicht sehen, tauchen! Tauchen, ich tauch. Du musst tauchen, immer tauchen, wenn der Heli hier ist. Der ist tot. Ist der das überhaupt? So ein Idiot. Hamudi. Ja? Habt ihr es geschafft? Ist ja, er ist ertrunken? Ja, kannst du es abholen? Ich bin am Strand, ich muss nur meinen Wagen besorgen. Okay, mach das, dann ruf mich an. Ja, alles klar, bis gleich. Bis dann. Was willst du, Huinson? So, ich habe jetzt eine Frage, Vanilla. Was willst du, Huinson? Redest du einmal frech, leg ich direkt auf. Also. Hey, geh deinen Weg, Hamudi, geh deinen Weg. Ich möchte mit dir nichts was zu tun haben. Warte okay? Mal, nein. Ich möchte mit dir nichts was zu tun haben. Nein, so läuft das aber nicht. So läuft das nicht. Nein. Hallo? Ey, du Wetzwald, hör mal ganz kurz zu. Wer? Also. Nein, Spaß, du sprichst hier mit der Sprachbox von dem mächtigsten Mann von. So ein Hurensohn. Dieses Gespräch wird von der Polizei abgehört. Hallo? Ein Vanilla. Hallo? Gut. Nein, Spaß, du sprichst hier mit der Mailbox. Ich werde auf dich siehst, meine ist ja besser, sag dir alles. Okay, gut. Was willst du Nuttensohn? Wir sind hier in Freiheit. Warum bist du schon wieder in den Knast? Ist das tief gegangen? Ey, scheiß auf dich. Ich möchte mit dir nichts dazu tun haben. Ich werde dich nie wieder jagen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, okay? Lass mich einfach in Ruhe. Ich lasse dich in Ruhe unter einer Bedingung.
Mutti hat ihn einfach gefickt. Ich hab ihn einfach gefickt, Chat.